Nee, der Plan war tatsächlich nicht so. Ja. Ich habe das Gefühl, die Leila schläft gerade ein, während du redest. Ja, mich interessiert es halt nicht. Gibt es etwas, was du zurücknehmen möchtest? Was eine Ego-Show. Meiner Meinung nach wurde ich einfach falsch gezeigt. Das interessiert doch hier gar nicht. Wie oft habe ich das ermahnt? Wir sind im Dschungel. Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich auf ihn stehe. Du hast uns aber was anderes gesagt. Willkommen zum Wiedersehen vom Dschungelcamp 2024. Tag 18 im Dschungel. Und da sind sie, unsere elf Stars. Hier ist eure Hoheit und Daylight, Ludmilla, der rote Blitz, Tarzania, die Erste. Ja, ich bin sofort da. Ja, vielen Dank. Wir hören ja deine schöne Musik im Hintergrund, das warst du. Ja. Es sind alle da, David wollte tatsächlich nicht kommen, bis man ihm dann zugesagt hat, dass die einzigen Ärsche, die ihr heute sehen wird, Kim und vielleicht Felix sind. Alle tragen was Cremefarbenes. Nur der Heinz sitzt da, als wäre er nach dem Besuch des Tanztees an der Bushaltestelle vergessen worden. Hi, ich wo bin ist da. Deine Krone? Jemand hat die abgenommen. Lucy, was war deine erste Amtshandlung? Stückchen Kuchen vom Norma. Ich habe erstmal angeordnet, unser Camp, dass der wirklich sauber durchgeputzt wird, ja. Aufgeräumt wird. Lucy, warum glaubst du, hast du gewonnen? Weil ich einen ziemlich starken Kampfgeist hatte, mutig bin, ehrlich bin, empathisch bin. Ich habe überhaupt nichts erwartet, dass mich das so aufnimmt. Diese Offenheit hat mir gezeigt, dass ich auch in meinem Leben vielleicht ein bisschen offener mit meinen Emotionen umgehen kann. Und wisst ihr was? Ich glaube ihr das. Sie sagt, sie hat gelernt, jeden Tag auch dankend anzunehmen. Das kennt übrigens natürlich auch die Mama von Matthias Mangiapane seit dem Tag, als er zum Fernsehen gegangen ist und sie einfach die Mute-Taste drücken kann. Offen mit Emotionen umgehen, das sei was Schönes, was Befreiendes. Naja, also bei Ania wäre es auf jeden Fall eine Drohung und das eindeutige Zeichen für David, später nicht mehr alleine auf dem Hotelflur rumzulaufen. Leila? Du hast direkt zu Beginn dieses Spa direkt abgebrochen. Jetzt rückblickend, ärgerst du dich ein bisschen? Ich ärgere mich eigentlich nicht so sehr. Und danke für die Sendezeit. Weil ich finde, dass es einfach zu meiner Reise und meiner Entwicklung im Dschungel einfach so dazugehört hat, dass ich zum Beispiel da so abgekackt habe, aber einfach mir dann dachte, okay, beim nächsten Mal probierst du es einfach. Und dann habe ich es halt statt 30 Sekunden 4 Minuten geschafft. Und natürlich hat sie vollkommen recht. Fehlschläge gehören auf jeden Fall zur Entwicklung mit dazu. Am Ende auf bis zu 4 Minuten kommen. Genauso wie es die Leute von RTL 2 durch zahlreiche Experimente geschafft haben, die Batterien von Kathi Hummels zu optimieren, dass sie dann eben genau für die Mini-Moderation am Ende aushalten. Was mir aufgefallen ist, wirst du ein bisschen darauf reduziert, dass du so die kleine süße Maus bist? Findest du das in Ordnung? Siehst du dich auch so, oder? Ich sehe mich schon als erwachsene Frau und ich glaube, ich bin selber oft dran schuld, dass man mich so sieht, obwohl ich es gar nicht brauche und das habe ich jetzt hier auch gelernt. Leila sieht sich nicht als junges Mädchen, aber irgendwie auch noch nicht so richtig als erwachsene Frau. Sie weiß erst richtig, was sie will, wenn sie herausgefunden hat, worauf der Mike so steht. Hast du eine tiefere Stimme gekriegt? Ich glaube, ich bin komplett einmal maskulinisiert. Ja, bist du. Es ist auch schon wieder zu breitbeinig. Die Nägel weg, der Bart ist jetzt mal da. Gefällt sie dir so? Ja. Tim? Habe ich hier ganz anders kennengelernt. Ich war so stolz auf diese Reise, die er gemacht hat. Tiefe Stimme, markante Gesichtskonturen und ein beachtlicher Zuwachs an Kohle. Cora Schumacher hat sich also direkt schon mal seine Zimmerkarte geben lassen. In der Sendung haben sie tatsächlich ganz viele Rückblicke gezeigt, die sparen wir uns. Du warst jemand, der nie gemeckert hat oder sich über irgendwas aufgeregt hat, außer vielleicht mit dem Handtuch. Ja, genau. Und wenn es ein bisschen dreckig war. Aber was hat dich denn am meisten genervt? Und ich brauche auch nichts sagen, bei mir sieht man schon im Gesicht, was los ist, ja. Genervt? Ja, hat dich irgendwas genervt? Nein. Ania fragt sich mal, warum soll die sich bitte auch beschweren? Ihr Hund wird ja schließlich nie hässlich genannt. Übrigens, es gibt ein Dschungelcamp Allstars im Sommer. Lasst einfach direkt schon mal kurz ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr das nicht. Kommt in die Community. Wir freuen uns. Sarah, ich hatte am ersten Treffen auf alle, hatte ich das Gefühl, du warst wahnsinnig gut vorbereitet. Inwiefern? Vorbereitet auf den Dschungel. Du wusstest schon, welche Spinne was ist und was man wo macht. Hast du dich vorbereitet? Nein, das hat der Dr. Bob mir erzählt. Du hast es dir gemerkt als Einzige. Sehr gemerkt. Gut. Ritterin Sarah Kern trägt standesgemäß ein Kettenhemd. Lieben wir. Sarah war einfach gut vorbereitet auf den Dschungel. Schlangen, Intrigen, unhygienische Umstände. Das hat sie natürlich tatsächlich auch jedes Jahr im Käferzelt auf der Wiesen. Ania, Sarah und Cora. Und genau in diesem Moment reift für einige der Mitcamper gerade die Erkenntnis, oh Gott, das sind drei unterschiedliche Personen, oder was? Was hattest du dir vorgenommen? Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen weiterkommen, als das der Fall war. Mhm. Ja. Aber ich war so wenig zu sehen, dass die Leute dachten, sie ist nicht drin. Also Eva, meine Begleitung, wollte schon sie auf Radl schmeißen und mich suchen im Dschungel. Ania, weil wir haben dich auf dem Boot kennengelernt und da hattest du schon Tränchen in den Augen. Ja, oh, ich weine, weil ich Bock habe.
vielleicht auch so ein bisschen Angst, weil ich nicht wusste. Du hast uns aber was anderes gesagt. Ja. Du sagst, ich habe Angst. Nee, hatte ich auch, aber... Rückblickend betrachtet, war es denn? Was hat sich bestätigt, was nicht? Also ich hätte gern schon ein bisschen mehr mitgenommen an Prüfungen, weil ich wollte unbedingt meine Angst vor Spinnen überwinden und ich wollte einfach so gucken, was steckt in mir, was kann ich alles. Und ja, es war dann doch ein bisschen, ich war ein bisschen unterfordert, ehrlich gesagt. Ich saß halt nur im Camp. Irgendwie auch so ein bisschen komisch, ne? Dass Ania jetzt hier direkt wieder ganz anders rüberkommt und hier so auf tough macht. Ich meine, wir haben sie jetzt wirklich im Camp erlebt. Sie hätte gerne mehr Prüfungen gehabt und sie hätte auch gerne damit ihre Spinnenphobie überwunden. Du aber, ganz ehrlich, dazu wärst halt in den Prüfungen eh nicht gekommen, weil die Spinnen durch ihre Tränen alle weggeschwemmt worden wären. Cora, über was ärgerst du dich vielleicht? Ich wollte das erste Mal in meinem Leben hier ein Buch lesen, weißt du? Ich habe noch nie ein Buch gelesen. War die Entscheidung eine falsche? Na ja, jein, keine Ahnung. Am meisten eigentlich über meinen Körper tatsächlich. Mhm. Also ich hätte auch gerne noch mehr davon erzählt. Oh, du kamst ja raus, dann hast du doch sicherlich mitbekommen, dass du dich eigentlich relativ schnell zum Zuschauerliebling entwickelt hast. Also ich könnte ein bisschen mehr an meiner Selbstliebe arbeiten, definitiv. Mit dem Support hätte ich im Leben nicht gerechnet. Also das ist so mein kleiner Teilgewinn. Eigentlich ist es für mich der größte Gewinn ever, aber jetzt für die Show... Ist es natürlich, ich finde es schade. Können wir auch noch mal über die Gage sprechen? Oh. Ach so. Das meine ich komplett ironiefrei. Ich glaube wirklich, dass sie recht hat. Das war für die Show schlecht. Also ich habe hier zumindest mal den Eindruck, dass Cora ganz schön um den heißen Brei redet. Und dass sie das so gut kann, könnte sie auf jeden Fall als künftige Managerin von Felix arbeiten. Ich glaube fast, dass sehr, sehr viele nicht damit gerechnet haben, dass Cora hier wirklich gut ankommt. Und sie sagt, sie muss deswegen vielleicht auch so ein bisschen mehr an ihrer Selbstliebe arbeiten, was prinzipiell immer gut ist. Und da geben wir ihr mal lieber den entscheidenden Tipp mit. Niemals, 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 niemals öffentlich was mit Oliver Pocher anfangen. Das macht halt mit dem Ego genau das gleiche wie Markus Lanz mit einem Gespräch. Irreparabel kaputt. Kim, da bist du jetzt auch bei uns. Sag mal, wie findet das denn eine Königin, dass hier jemand eine Krone aufhat, ohne gekrönt worden zu sein? Ja, also Kim war von Anfang an eigentlich so schon die geheime Dschungelkönigin, weil sie nicht schon... Dschungelkönigin. Naja, Campkönigin, Campkönigin. Queen, aber Entschuldigung, Campkönigin, Campkönigin. Ja. Na gut, also lassen wir erstmal gehen. Ja. Das ist mal okay. Ey, da will Lucy einfach nur was Nettes sagen und das Ganze irgendwie auch noch so ein bisschen retten. Und Kim schafft es tatsächlich sogar in so einer Situation wirklich nicht so ganz sympathisch rüberzukommen. Das muss man erstmal schaffen. Also das ist natürlich schon sehr dreist. Ich bin mir aber tatsächlich immer noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich Kim ist oder nicht eine Leihgabe aus einem Wachsfigurenkabinett. Dass sie mit ihrer Krone die eigentliche Königin auf jeden Fall so ein bisschen provoziert. Ist so ein bisschen wie der Fakt, dass Calvin Klein Stammkunde von Fabio als Staubsaugerverkäufer ist. Es wundert nicht. Ist aber trotzdem maximal irritierend. Du wurdest sehr oft reingewählt. Warum glaubst du, war das denn so zu Beginn? Wenn ich mir dich jetzt so angucke, kann ich es mir schon vorstellen. Warum denn? Zu ich meine, das Stoff? Sieht schon, nein, haben wir noch schon sehr heiß aus. Nein, ich habe keine Dankeschön. Probleme damit. Ich kann mir das vorstellen, weil ich scheiße unsympathisch war wahrscheinlich, ne? Scheiße unsympathisch, sagst du selber. Was hat dich denn scheiße unsympathisch gemacht, glaubst du? Ja, auf jeden Fall die Story mit Mike, ne? Da nicht locker zu lassen. Aber das war mir auch schon dort bewusst, relativ schnell. Aber klingt ja fast nach so ein bisschen einem Plan, den du dann vorher hattest. Kim konnte halt offenbar ihren Schamanen dort noch nicht bezahlen. Und er hat sie jetzt einfach mit dem schlimmsten Fluch belegt, den es überhaupt gibt für sie. Selbstreflexion. Also ist auf jeden Fall die erste realistische Selbsteinschätzung, die wir von ihr gehört haben. Wisst ihr, was sehr komisch ist? Wenige Minuten Sendung sind rum und es hat noch niemand geheult. Ganz genau, lieber Simon. Irgendwas stimmt da also noch nicht. Ich habe ein Knallerangebot. 1 GB gratis für 12 Monate. Mit dem Code TRASH1. Der Link zu Simon Mobile ist in der Beschreibung. Würde mich total freuen, wenn ihr mal draufklickt. Lohnt sich. Nee, der Plan war tatsächlich nicht so. Ich habe gewartet, bis er respektlos wird, bis respektlose Dinge passiert sind. Und da habe ich schon vorher gesagt, dann wird auf jeden Fall was zurückkommen. Und ich werde so ein bisschen meinen Frust auch rauslassen, aber nicht so weit. Ja, im Privaten sind viele schlimme Dinge passiert, die ich nicht so verarbeitet habe, die da rauskamen. Und wir hatten lange keinen Kontakt und kurz vor der Show hat er halt gesagt, er möchte mit mir was starten. Okay, aber ich glaube, darüber sprechen wir nachher noch. Wir sind jetzt von den Dschungelprüfungen auf das Thema gekommen. Genau. Irgendwie kommen wir immer auf das Thema. Ja. Allein diese ganze Nummer, die Kim wollte den so lange triezen, bis man eine andere Seite von Mike sieht, bis man eben nicht mehr den netten Mike sieht. Genau damit hat sie ihre komplette Strategie offengelegt. Ist fast ein bisschen wie bei der Nationalelf. Einfach draufbolzen und das Beste hoffen, weil das ist... Boah, echt nicht gut. Ja, auch Kim hat dann natürlich so ein Best-of und kaum wurde das im Baumhaus gezeigt, wurde es ganz plötzlich 10 Grad kälter und es hat angefangen zu donnern. Ich hätte mehr Gage verlangen sollen. Warum das? Für das Plumpsklo, das war schon räudig. Das ist Jahr 20 oder wusstest du das wirklich nicht? Ich habe es wirklich nicht angeschaut, aber ich habe YouTube-Videos vorher geschaut, aber nur von den Prüfungen. Ich wusste nichts von dem Plumpsklo und so. Am Ende hatten wir sogar Fungi, Pilze und alles in dem Klo. Was?
hast du denn als schöne Erinnerung jetzt mitgenommen? Ich konnte ganz viel reflektieren und habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die mir auch dabei geholfen haben. Und dass sie mir auch beigebracht haben, dass ich auch mal Schwäche zeigen kann und dass ich auch gerade vielleicht in Streitgesprächen eher emotional spreche, anstatt mit Vorwürfen. Weil das, glaube ich, für alle besser ist und auch für mich. Ja. Ich habe das Gefühl, die Leila schläft gerade ein, während du redest. Ja, mich interessiert es halt nicht so sehr, deswegen. Aber ihr wart doch Best Friends. Ja, ja, auf jeden Fall. Girls support girls. Was ist, Lucy, was ist mit dir los? Lucy, hey! Was ist da schiefgelaufen? Das weiß ich nicht. Und das nervt mich an diesem Wiedersehen. Es ist genau die richtige Frage. Was ist denn da los jetzt? Und dazu kommt einfach nichts mehr. Warum haken da Sonja und Jan nicht nach? Also wenn eben keine gescheite Antwort kommt, sondern lass uns dann einfach so im Raum stehen. Das ist total, also ich, oh, das ärgert mich. Kim, eine absolute Reality-Profi, hat sich also bisher das Dschungelcamp noch kein einziges Mal angeschaut. Ja. Natürlich. Kim konnte richtig, richtig viel reflektieren und ja auch zeigen, dass sie verletzlich ist. Es ist wirklich unfassbar, dass sie diesen ganzen Irrsinn als Reise zu sich selbst bezeichnet und verkauft. Das ist halt so, als würde die Deutsche Bahn ihre Verspätung als ein verlängertes Reiseerlebnis verkaufen. What? Das Worst-Off von Kim und Mike müssen wir uns auch nicht komplett angucken. Wir haben ja alles gesehen, aber ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt für euch und bitte euch darum, schaut mal unten, wie die Leute hier gerade im Baumhaus drauf reagieren, weil das ist echt mal spannend. Also maximal fake. Frau, so anstrengend. Und wie viele Runden dreht deine CD jetzt noch? Ich habe Angst, Kim zu sagen, mich interessiert das nicht, was du erzählst. Ich glaube, Kim kann irgendwie richtig hart einen fertig machen. Gerade aktuell mehr Verständnis, zumindest was das Übertreiben angeht. Nur das Übertreiben habe ich für Mike. Man merkt doch, dass du ihn willst. Warum machst du ihn dann die ganze Zeit fertig? Schwierig. Aber er wirkt doch voll sympathisch. Noch nicht. So angewidert hat damals tatsächlich nur Heinz Hönig geguckt, als er gesehen hat, wer hier alles am Start ist. Ja, Mike hat natürlich auch echt den großen Vorteil, dass er neben Kim jetzt wirklich wie so ein Unschuldslamm wirkt. Das ist er nicht. Allein der Satz hier. Wenn du mich jetzt fragen würdest, so Kim oder Leila, würde ich Leila nehmen. Ja, ein Kompliment ist das natürlich auch nicht. Was nimmst du, dass du so ruhig bleiben kannst? Ich kippe nur noch einen Dreiviertel Liter Doppelkorn drüber. Bei allem, was dir vor den Kopf, also ich meine, das ist, es hat ja alles. Also von Schlänge über Kind, über ich weiß nicht was. Was hast du genommen, was wir brauchen? Ich höre sehr viel Selbsthilfe, Selbstliebe, Affirmation. Kim hat ja im Camp damals schon gesagt, dass sie den richtigen Mike rauskitzeln möchte. Wir haben ja eindrucksvoll jetzt gesehen, was sie unter Kitzeln versteht, bezeichnen wirklich alle anderen Menschen als Großarbeit mit einem Schlagbohrer. Warum hast du in der Nacht dich auf eine Pritsche mit Leila zusammengelegt? Warum hast du diese Nähe gemacht? Kannst du nicht anders, weil du das aus den anderen Formaten kennst? Also eigentlich wollte ich nur ihre Nähe spüren so und habe ich gedacht, yo, das passt. Und dann habe ich das vorgeschlagen und wir haben es gemacht. Ja. Und passte das dann immer noch? War nicht so eine gute Idee, weil wir sehr viel geschwitzt haben und das war nicht so angenehm. Kann es da unten überhaupt zu mehr kommen? Also, lieber Mike, das mit dem Schwitzen wollten natürlich Sonja und Jan garantiert nicht wissen. Warum bitte hakt er nicht nach? Also, was ist das? Absolut verpasste Chance, finde ich. Dieses ganze Drama zwischen Kim, Leila und Mike wurde jetzt inzwischen wirklich schon so oft aufgewärmt. Wenn es ein Gericht wäre, würde nur nicht mal der Felix mehr damit kochen. Ich habe mich gefühlt, mehr zu machen, weil ich mich halt selbst unwohl in meiner Haut gefühlt habe. Man muss sich ja selbst erstmal wohlfühlen, um das auch zu übermitteln. Ist das jetzt vorbei, weil du ja schon Schluss gemacht hast? Ne, also das war ja auf Dschungelcamp beschränkt, weil ich es da nicht gefühlt habe. Unser Freundschaftsarmband habe ich immer noch. Oh. Du auch, siehst du? Wir sind so verblieben, dass wir ja im Kontakt sind. Du wolltest ja auch mal den Mike zeigen, ohne eine Frau. Richtig. Alles klar, Mike hört Selbsthilfebotschaften. Also ne, er nennt das so, in Wahrheit sind das aber natürlich die alten Sprachnachrichten von Elena Miras, in denen sie ihn wegen irgendwas anschreit. Er sagt ja dann von sich aus, er hat sich unwohl gefühlt bei der Annäherung. Draußen könnte es irgendwie weitergehen. Wir Trash-Junkies wissen natürlich, dass das eine sehr blumige Umschreibung ist für es gibt ein bisschen Knick-Knack-Knick im Hotelzimmer. Dann wird erstmal geghostet und dann kommunizieren sie nur noch über Promiflash-Artikel. Jetzt sitzt da noch der Felix. Dich hat das Thema ein bisschen runtergezogen. Ne, wenn im Vorfeld schon das Thema irgendwie so publik gemacht wird, dann gehst du schon so mit so einem bitteren Beigeschmack rein. Wir wollen alle irgendwie so ein bisschen präsent sein mit unseren Geschichten, mit unseren Stories. Und dann fällt es uns natürlich ein bisschen schwer. Und mir ging das Ganze schon von vornherein tierisch auf die Eier. Wenn ich dann ausgebremst werde, dann geht es mir noch mehr auf den Sack. Mike hat das super gut weggesteckt, ne? Ja. Sind wir mal ehrlich. Er ist ruhig geblieben, ist nicht ausgerastet, ist nicht laut geworden. Es war immer die Situation. Ja. Ne? Gerade nachts, wenn die Nachtwachen waren, ne? Wenn die beiden was zu klären haben, warum machen die das nicht tagsüber, wenn sowieso Langeweile da ist? Ne? Wie oft habe ich das ermahnt? Das ist der Sinn und Zweck der Sendung. Die
blöden Promis sollen leiden. Dass wir nachts einfach mal Ruhe haben wollen, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir Energie tanken können. Ist schon spannend, oder? Also Felix ist tatsächlich mit so einem bitteren Beigeschmack in die Sendung, weil er schon befürchtet hat, dass seine Storys neben diesem ganzen Kim-Mike-Drama vielleicht einfach untergehen. Oder geht es ihm mit dem Beigeschmack ja zumindest mal auch so wie den anderen bei seinem Griff zur Pfanne und zum Fleisch. Auch total verrückt, RTL schickt eigene Stars, also RTL-Stars von GZSZ hier rein. Natürlich nicht mit der Hoffnung, dass man die irgendwie verbrennt oder dass die da irgendwie einfach schlecht wegkommen. Aber in dem Fall war es halt so, dass der Streit ihn völlig fertig gemacht hat und er konnte überhaupt nicht über sein Lieblingsthema sprechen. Sich selbst. Kim, gibt es etwas, was du zurücknehmen möchtest oder stehst du noch komplett hinter dem, was du da rausgehauen hast? Ich habe mich bereits in der Show bei Mike wegen der Sache mit dem Kind entschuldigt und das will ich auch hier nochmal so sagen. Das ist auch so. Soweit wollte ich auf jeden Fall nicht gehen. Danke. Und genau. Okay. Das ist auf jeden Fall so. Und hat er nach wie vor einen kleinen... Ich meine, nicht lügen. Er ist doch eigentlich dein... Zu mir haben immer alle gesagt, der ist perfekt. Wir haben es mir auch angelogen. Keine Ahnung. Ja, guck mal so. Also auch wenn die Entschuldigung so halbherzig wirkte, dass dagegen sogar der Antrag von Mark Terenzi an Verena Kehrt glaubwürdig war, warum bitte wurde diese Entschuldigung nicht ins Dschungelcamp geschnitten? Weil das ist der Beweis dafür, dass der Schnitt einfach manipulativ ist. Natürlich macht so eine Entschuldigung das nicht besser, was sie gesagt hat. Aber für mich ändert das natürlich was, wenn sich ein Mensch entschuldigt und das Ganze auch zurücknimmt und eben genau darüber spricht, dass er vielleicht einen Fehler gemacht hat. Das haben wir bisher alles nicht gesehen. Kim wurde einfach nur als die Böse dargestellt. Dass Menschen so krass und gnadenlos gezeichnet werden durch einen Schnitt, da gucken Millionen Menschen zu, das finde ich schon krass. Ob man es dann glaubt oder nicht, ja, das kann man dann immer noch entscheiden. Aber das einfach wegzulassen, ich finde, das geht nicht. So, Kim hat sich bei Mike entschuldigt. Ja, sie hat ihn einfach die ganze Zeit mit dem Currywurstmann verwechselt. Felix, hast du das Gefühl, dass du wurdest falsch gezeigt? Also erstmal, ja, meiner Meinung nach wurde ich einfach falsch gezeigt. Weil wir hatten von Tag 1 an sehr, sehr viel Spaß. Wir haben viel gelacht. Ne, hier und da. Einer muss halt so ein bisschen die Kontrolle wahren. Vielleicht kam das so ein bisschen so rüber, dass ich hier mich als Chef mutiere oder sonst irgendwie was. Mir hat dieser freundliche, fröhliche... Aber der war da, ihr habt es nur nicht gesehen. Ich habe manchmal einen sehr, sehr grimmigen Eindruck. Ja. Ne? Manchmal kommt er so rüber, aber ich meine das gar nicht so böse. So, und da haben wir jetzt einen Spezi, der genau das sagt. Natürlich wurde er falsch geschnitten. Er hat nämlich nicht nur einen Piraten gespielt. Er war auch schon ein Freibeuter und auch ein Seeräuber. Der freundliche Felix war wirklich nicht ersichtlich. Ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Felix. Der war ja so gut verborgen. Das war die bisher beste schauspielerische Leistung dann. Was dir negativ ausgelegt wird, dass du halt einer bist, der wirklich, es kam ja auch gerade auf, sehr, sehr viel schon gemacht und erlebt hat. Genau, ne? Aber weißt du, wieso ich das gesagt habe? Ja. Weil ich immer grundsätzlich immer auf das eine reduziert werde. Es heißt immer so, das ist der Schauspieler von Gute Zeiten. Bricht mir das Herz. Ja? Nein. Deswegen habe ich erzählt, was ich in meinem Leben alles schon gemacht habe. Ja. Und einfach zu zeigen, okay, ich bin doch vielseitiger, als manche denken. Ja. Ja, Felix, das ist halt genau der Unterschied, wenn man einfach nur über irgendwas redet oder das halt auch vielleicht beweist. Aber okay, das Ding der Sendung ist halt, alle sitzen hier gerade zusammen und dürfen sich mal schön die Fehltaten der letzten 7 Tage anschauen. Übrigens sieht genauso auch das Moderationstraining von Viktoria Swarovski aus. Lieber Mike, du warst schon zweimal mit in Australien. Ja. Hast du es dir so vorgestellt? Nee, absolut nicht. Also ich habe es mir irgendwie leichter vorgestellt. War schon sehr, sehr schwer. Körperlich, so mental, alles drum und dran, die Essenssituation, Schlafsituation, war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Herausforderung. Und deswegen, ne, die Kandidaten sind auch schon wieder bereit, zurück nach Deutschland zu gehen. Einige sind auf jeden Fall schon so zurechtgemacht, dass sie direkt auf den Kölner Karneval gehen können. Oder es ist doch nur schlechter Geschmack. Aber jedenfalls hat Sarah Kern die Kim schon als neue Muse für ihre neue Kollektion auserkoren. David! Irgendwann so ein bisschen das Gefühl, du musst den Haufen unter Kontrolle halten. War nicht so deins. Es ist schon meins, aber wenn man über wirklich 3, 4, 5 Stunden nackte Ärsche sieht, war es schon irgendwann mal zu viel. Fandest du es, ich sag jetzt einfach mal, wie es ist, unappetitlich oder unangemessen? Unangemessen, weil wenn man wirklich 4 Stunden die ganze Zeit auf den Arsch schaut und sich mit Fabio nicht unterhalten kann, ist das schon ein bisschen komisch, aber wir wollen das ja nicht an eine große Glocke hängen. Tim, du bist ja jemand, der sehr viel über sendet. Ja, ich habe auch gedacht eigentlich, dass das bei euch allen der Fall sein wird. Stundenlang über Knick-Knack-Knick sprechen
oder wie es Gigi früher nannte, Berufsschule. Ja, David konnte sich mit Fabio gar nicht richtig unterhalten, weil dazwischen irgendein Arsch war. Guck mal, ich habe überhaupt gar nicht mitbekommen, dass der Bauer Patrick offensichtlich kurz zu Gast war. Ja, ja, wir erinnern uns, es gab große Diskussionen gerade um dieses Thema. Vielleicht wäre das anders gelaufen, müssten die Bewohner einfach Klamotten von Erik Sindermann tragen. Da wäre niemand drum gebeten worden, sich anzuziehen. Weil man ja auch manchmal vergisst, ne, liebe Anja, dass die Kamera dabei ist. Ich bereue nichts, was ich gesagt habe. Nee. Und tut mir leid, dir! Mir ist es auch nicht peinlich und ich weiß nicht, ich dachte, es wäre irgendwie witzig gewesen. Ja, aber wie ist das denn jetzt, irgendwie da zu sitzen neben dem David und ist nicht ein bisschen cringe, irgendwie zu sagen, so, oh, ich stehe auf den und irgendwie... Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich auf ihn stehe. Ich fand ihn einfach nur sex attractive. Okay. Hast du das mitbekommen im Camp überhaupt? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich wollte nicht, nein, dass überhaupt das nicht, weil ich habe nichts gespürt. Ja, und dann, wo ich rausgeflogen bin, sofort, oh, hast du das gehört, was Anja gesagt hat? Ich so, denn was denn? Egal, welches Mädel im Camp sagt, oh, der sieht aber gut aus, ist das ja was Schönes. Anja ist ja auch wirklich enttäuscht, dass der Dschungel ihr nicht so richtig viele Follower gebracht hat. Bei anderen ging es ja um Hunderttausende hoch. Keine Panik, Sarah Kern hat schon angeboten zu helfen. Sie will allen ihren Gläubigern den Insta-Account von Anja zuschicken. Also nachdem Anja ständig im Camp erwähnt hat, dass sie auf David steht, steht sie jetzt auf einmal nicht mehr auf ihn. Ihre Verliebtheit ist einfach direkt verpufft, als sie erfahren hat, dass er gar kein Fußballer mehr ist, sondern dass seine Karriere schon längst vorbei ist. Und dass es keinen Kuss gab. Oh, so schade. Nein, fandst du doch wirklich schade, oder nicht? Nein, also ich war ja jetzt nicht auf Krampf, dass ich da jetzt rumknutschen muss. Ich bin als Single rein, ich habe von Anfang an gesagt, wenn Hottie ist, würde ich auch knutschen. Hätte ich auch gemacht, also ist nicht passiert, ist doch nicht schlimm. Aber ist ja auch immer noch der Dschungel und kein Dating-Format. Ja, deswegen alles gut. Es geht einfach bei Mike immer um das Thema Frauen. Und tatsächlich, ne, viele hier bemitleiden ihn auch so ein bisschen. Wir dürfen aber bitte eines nicht vergessen, für den Heinz ist das Wiedersehen hiermit am schwierigsten. Jetzt tragen die anderen ja noch nicht mal mehr ihre Namen auf der Kleidung. So hat man dich, glaube ich, früher auch kennengelernt als sehr direkte Person. Ne? Und dann gab es auch den Moment mit Kim, wo du sagst, ich traue mich nicht, der das zu sagen. Ich hatte einfach irgendwie mega Respekt vor Kim, weil ich eben nicht wollte, dass David das... Ich wollte nicht, dass er das weiß, dass ich ihn attraktiv fand. Und ich hatte irgendwie Angst, dass, wenn ich sage, hey Kim, ich habe auf dieses Mike-Thema keine Lust mehr, dass sie dann irgendwie sagt, hey David, die findet dich geil. Ach so. Weil Kim und ich haben uns ausgesprochen, es hat nichts zwischen uns verändert. Deine Prüfung mit Kim zusammen. Kim hat sehr spät abgebrochen. Also ich bin sehr nachtragend. Ich finde es immer noch ein bisschen scheiße, weil ich... bisschen scheiße, weil ja. Ich wollte es durchziehen. Also klar, Panik sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Aber es war meine einzige Prüfung. Mhm. Und ist vorbei. Und es voll in Ordnung ist. Ja, ich, ja. Naja, jetzt weißt du. Jetzt weißt du. Eieiei. Also Anja probiert sich offensichtlich hier als Olympiateilnehmerin. Also so wie sie hier heute auf jeden Fall die Meisterschaften im Rückrudern beginnt. Es gab offensichtlich zum Leidwesen von RTL einige Aussprachen und wir haben es auch gerade schon gehört. Anja und Kim haben sich ausgesprochen. Heißt, Kim hat Anja mit ihrem Schaman gedroht, wenn sie es wagt, auch noch ein schlechtes Wort über sie zu verlieren. Ja, Heinz, ganz toll. Ihr zwei auch wirklich. Nee, mit dem Typen kann man so einiges machen. Weil am Anfang war ja auch, ich sag mal, in der Presse auch das Thema, wie lange hält er durch, der Heinz? Ach, die Presse interessiert doch hier gar nicht. Die sind im Dschungel, Menschenskinder. Also im hohen Alter noch so zu sein. Im hohen Alter möchte ich nicht noch einmal hören. Du bist viermal älter als ich, verstehst du? Also. Warte mal, viermal? Könnte man ja auch manchmal denken, ja, mein Gott, warum ist der überhaupt hier drin? Der macht ja nichts. Jeder von euch hat immer noch gute Worte. Heinz hat einfach überzeugt. Bei deinem Auszug, Heinz, hast du gesagt, ich werde jetzt hier ganz weich. Aber das ist doch okay, ne? Ist das für dich jetzt okay? Man muss es einfach so nehmen, wie es gerade ist. Das ist einfach der Unterschied zwischen dem Duo Heinz und Fabio und den anderen. Viele der Pärchen finden sich dann nur zusammen, um danach bei Prominent getrennt mitzumachen. Ach, die Presse interessiert doch hier gar nicht. Kim ist gerade vor lauter Schock das Diadem aus den Extensions gefallen. Und das stimmt natürlich, ne? Es gab eine super breite Akzeptanz für den Heinz im Camp, auch wenn er ständig gesperrt war. Dass Anja ihm das Weiterkommen nicht gegönnt hat, das ignorieren wir jetzt einfach mal. Als ob ich weniger Angst als Heinz habe. Die große Krone besteht aus zig kleinen Krönchen. Ja, und die muss man halt mal erkennen und einfach auch zufrieden sein. Den Jauchzer! Ja, weil ich würde mal sagen, da sind auch so ein paar Welten zusammengeclasht. Also die Welt des Reality-TV ist vielleicht nicht so deine gewesen. Gab es mal so ein paar Momente, wo du dachtest, Leute, was macht ihr hier eigentlich alle? Ja, safe. Nee, Leute, was macht ihr hier? Das gab's nicht. Mhm. Es gab vielmehr die Augenblicke, an die ich mich erinnerte,
mit der Erde ganz, ganz nah sein. Also eine Krone besteht für Heinz aus vielen kleinen Krönchen. Ganz, ganz viele kleine Dinge ergeben das große Ganze. Oder wie Mike sagt, jeder Shot im Club zählt. So, liebe Freunde von RTL, jetzt habt ihr es ja gesehen, dass auch bekannte Fernsehprofis wie Heinz Hönig im Dschungel nochmal eine andere Seite zeigen können. Und auch Koras ja indirektes Outing von Ralf Schumacher. Bitte, bitte wieder mehr davon und weniger TikTok und Dating-Leute. Du hast uns ganz, ganz viel Spaß bereitet. Sag mal so, also die Hygiene, die habe ich sehr schnell dann über Bord geschmissen. Irgendwann mal habe ich mir gedacht, Menschenskind, jetzt hast du dich mal dafür entschieden. Und, du hast dir gewünscht, dass dir dein Vater das auch mal ins Gesicht sagt, ich liebe dich. Wartest du da noch drauf? Also ich sag mal so, klar, auf jeden Fall warte ich darauf, aber ich weiß, dass er es machen wird und ich bin ja kein Mensch, der das auch unter Druck jetzt verlangt oder so. Der hat halt oft seine Liebe anders gezeigt. Wie ja, siehst du. Fabio hat das mega gemacht und war auf jeden Fall zu Recht ein großer Favorit von vielen Fans. Und trotzdem denken noch 7 von 10 Zuschauern in Heinz Hönigs Alter, er sei der mit der Goldkette von Modern Talking. Bevor hier gleich mit Felix gesprochen wird, gucken wir noch mal ganz kurz auf seinen Worst Off. Ich bin auf jeden Fall der Colonel, der über alles wacht. Mach hier den Strunk ab. Ja, mach. Den schneidest du einfach ab, dann habt ihr die ganzen einzelnen Blätter schon. Ja. Und dann meinen Fittichen. Aber du hast auch wirklich immer alles im Griff, ne? Ja, einer muss ja. Wenn Felix nicht komplett die Macht überm Topf hat, dann schaut Felix meistens so. Immer dran denken, ne? Hähnchen und Fisch immer erst auf der Haut anbraten. Und die Avocado macht er einfach für den Schluss oben rüber. Ja. Ne? Psst, einfach sehr mal leise. Ja. Er weiß ja, dass Lucy sich für ihr Hotel Disziplin und Ordnung wünscht. Felix macht gerade seine Bewerbung fertig und kann jetzt schon die Worte Gemüse und Pirat auf Bulgarisch fehlerfrei aussprechen. Er ist halt einfach passionierter Koch und hat einfach sehr, sehr viele Rezepte direkt im Kopf. Gerüchte besagen, demnächst wird er das Kochbuch 100 Dschungelgerichte mit zähem Fleisch auf den Markt bringen. Die drei ersten Teamchefs. Wer war der nervigste? David mit dem Klopapiergate. Oh! Wenn man wirklich 5 Tage über dieses scheiß Klopapier redet. Ein bisschen Struktur ist immer, glaube ich, ganz wichtig, wenn so ein Haufen aufeinander lebt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich nichts abgegeben hätte. Es ist ja mein Laster, Kochen. Ja. Kochen ist meine Passion. Ich meine es ja nicht böse, ne? Ja. Also wenn man dann guckt, einfach so, man kann auch vieles falsch machen beim Schneiden. Dann macht man mal die Schale mit rein, dann ist das Essen nämlich bitter. Hatten wir nämlich auch schon. Das klingt sehr nach Kontrollfreak. Aber ich habe das dann auch gerne mal abgegeben, habe die Mädels und alle auch mal machen lassen. Ja. Und hat er gerade ernsthaft gesagt, er hat die anderen auch mal gerne machen lassen. Also in etwa so gern, wie Kim den Mike auch mal gern mit anderen Frauen sprechen lässt. Ja, dem David tut diese Klopapier-Affäre tatsächlich auch aufrichtig leid. Leider wusste er im Dschungel ja noch nicht, dass er zumindest mal indirekt für den ziemlich hohen Klopapierverbrauch verantwortlich ist. Weil natürlich Ania alle paar Minuten seinetwegen aufs Klo ist zum Weinen. Ich glaube, du warst auch jemand, der sich in dem Dschungel wohlgefühlt hat, in der Natur. Also du fandest das überhaupt nicht schlimm. Nee, ich lebe auf einer kleinen Insel, die ist so klein wie Bremen und da habe ich viel Wasser, viel Natur. Mich hat es ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert, dass du es warst. Was glaubst du, was war der Grund? Also erstmal denke ich mal, ich habe 6 Jahre, nachdem ich ja doch sehr viel früher stattfand bei RTL und Co. Ich fand einfach gar nicht mehr statt und das hat mir auch sehr gut getan. Und ja, und das zum einen und zum anderen wurde jetzt auch die ersten 3 Tage nicht so viel gezeigt. Und die, ja, keine Ahnung, es ist, wie es ist. Danke, Kim und Mike. Ja. Sarah lebt auf einer kleinen Insel. Süß, wie sie Steuerschlupfloch mit Briefkastenfirma ausspricht. Ja, Sarah, natürlich, du bist so früh rausgeflogen, weil man dich in der Öffentlichkeit nicht so wahrnimmt. Da haben wahrscheinlich alle gedacht, die Frau im Playboy ist doch die Julia Siegel. Und dann haben sie natürlich wirklich für absolute Superstars und Profis wie Fabio, Mike und Leila angerufen. Und hat man dann auch das Gefühl, dass man vielleicht auch nicht so stattfindet? Also das Gefühl hatte ich ja nicht nur, das war ja, ja, ja. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, die Ellbogen so raus hat. Ich bin doch jetzt nicht eine, die da drin sagt, ich muss unbedingt die Krone bekommen. Ja. Natürlich will man weiterkommen. Jetzt Zweite in dem Fall zu sein, also ist kein Drama. Meine Söhne haben unisonum gesagt, Mama, wir sind stolz auf dich. Deine Presse war gut, es kamen nur liebe Worte. Das war ich jetzt auch nicht unbedingt gewohnt nach großen Formaten. Natürlich freut sie sich, dass sowohl
im Internet, also auch in der Presse, dass sie eben viel Lob bekommen hat. Wichtig ist nur fürs große Ganze, das nennt man seit Januar 2024 auch den Kim-Effekt. Naja, weil neben Kim plötzlich jeder nochmal sympathischer erscheint. Ganz ernsthaft, die Verantwortlichen von RTL haben einfach den Fehler gemacht, dass sie dieser ganzen Mike-Kim-Geschichte viel zu viel Fläche gegeben haben und dass die ganzen Geschichten von Cora, wie das Outing von Ralf oder eben auch von Sarah, komplett runtergefallen sind. Wer war eitler, die Männer oder die Frauen? Boah. Also bei den Männern ganz klar, Mike, brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Also, das weiß der auch. Ne, das weiß der auch. Wo ist der Spiegel immer am besten auf die Stirn kleben, das Ding. Ne? Und bei den Mädels, ja, Leila und Kim, ja. Bin ja in den Dschungel gegangen, habe irgendwie 3 oder 4 Tage nicht einmal in den Spiegel geguckt. Ja. Und war auch ganz erschrocken, als ich dann reingeguckt habe. Dachte mir so, was ist denn das für ein Gesicht, der dich da anguckt? Was würdet ihr den nächsten Campern raten? Was muss man unbedingt mitnehmen? Lappen, Alter. So ein Bodyspray oder so ein Textilspray. Für den Geruch. Auf jeden Fall was für den Geruch. Aha, Felix hat sich jetzt im Nachhinein über seinen Blick gewundert. Interessant, dass er nicht wissentlich so geschaut hat. Wir dachten ja alle, er übt gerade für Greves Mühlen für seine Rolle als Miesmuschel. Na, Felix hat so 3-4 Tage nicht in den Spiegel geguckt. Und beim ersten Anblick hat er sich natürlich gefragt, so, sag mal, wer ist denn der Typ? Und warum trägt er keine Augenklappe? Und ganz zum Schluss, und du hast übrigens 100.000 Euro gewonnen. Ja, ja, die das hast du also realisiert. Ja. Ah, da war ja was. Ja, das stimmt. Sind die schon verplant? Ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit einem Teil für den Park... Das ist ein Nationalpark. Das ist genau Nationalpark in meinem Heimatstaat und dass sich keiner wirklich drum gekümmert hat. Eine e.V. hier in Deutschland werde ich auch helfen, dass mit Streuner, also mit Hunde, sich beschäftigt. Lucy hat ja auch schon gesagt, sie konnte durch die anderen viel über sich selbst lernen. Unter anderem natürlich auch, wie sie auf gar keinen Fall werden möchte. Und natürlich gibt es auch von Lucy ein Best-of. Man hat aber echt Probleme, geeignetes Bildmaterial zu finden, weil sie sich so schnell durchs Camp bewegt, dass man in der Regel nur einen roten Blitz gesehen hat. Ja, und du hast ja schon darüber gesprochen, dass das ein ganz besonderer Tag für dich ist. Am 5. Februar haben wir das erste Mal Daylight im Radio gehört und so begann die Reise der No Angels. Am 5. Februar 2020 ist meine Mutter gegangen. Ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sie da auch einen kleinen Finger mit dem Spiel hatte. Weil du denkst immer, du hast das alles nicht verdient. Das nicht, aber generell irgendwie habe ich da ein bisschen Probleme damit, aber ich lerne es immer wieder besser. Dass ihre Krönungsrede war so schön, das war richtig, richtig toll. Kann ich euch nur empfehlen, schaut da rein. Bevor es im Sommer mit dem All-Star-Dschungelcamp weitergeht, sehen wir uns natürlich zum großen Nachspiel, wenn Mike dann klar geworden ist, dass er jetzt mit Kim und Leila parallel zu Prominent getrennt gehen kann. Es kommt noch so viel, deswegen unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, sehr über einen Daumen nach oben. Die ganze Folge gibt es natürlich bei RTL Plus. Link ist in der Beschreibung. Und diese Entschuldigung für Kim Virginia, dass RTL den nicht reingeschnitten hat. Ist es egal, weil sie sich einfach trotzdem blöd verhalten hat? Oder ist es schon so ein Ding, was eigentlich irgendwie so ein bisschen uncool ist? Ich freue mich sehr auf eure Meinung. Danke, dass die Staffel mit euch so mega gut war. Die Prüfungsverteilung im Finale war so unfair. Falls ihr es nicht gesehen habt, klickt auf jeden Fall rein. Hier gibt es noch mehr Trash, wenn ihr Bock habt. Das heißt, wir sehen uns gleich hier.